Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim Großen Preis von Frankreich, beim, ich glaube, 9. Rennen oder 8. Rennen müsste das jetzt schon sein. Ich weiß es gerade gar nicht schon wieder. Ich kann mich das nicht merken. Ah, nee, 7. Rennen sogar erst. Okay, ja. Nachdem wir das erste Rennen nicht gewonnen haben in Austin, nach einer. In Österreich, Spielberg meine ich, war die Pace trotzdem gut? Latifi hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir haben gut zurückgeschlagen. Im Sprint und auch im Rennen haben wir ein bisschen andere Strategie einfach gemacht, damit es nicht immer so ein bisschen langweilig dieselbe Strategie ist. Und wir könnten mal eine ganz dumme KI-Strategie machen, einfach mal mit Medium Hard oder Hard Medium. Ja, könnte man mal einfach als Spaßfaktor so machen. Vielleicht in Ungarn, weil da wahrscheinlich eh nicht so viel laufen wird, so wie ich meine Fahrkünste dort kenne. Aber könnte man halt mal machen, einfach damit es ein bisschen lustiger wird. Aber jetzt sind wir erstmal in Frankreich angekommen. Und was haben wir denn da so überhaupt an Upgrades? Ein Upgrade kommt sogar noch in einem Tag an. Mehr können wir gerne machen. Erstmal. Also erst in einem Tag zumindest. Okay, dann spulen den Tag mal vor. Da haben wir es. Halten direkt mal an. Ja, beim nächsten Rennwochenende werden die eingebaut sein. So, da müssen wir doch jetzt eigentlich was machen können. So ist es. Und das Halo, das nächste, das letzte ist das Halo dann. Oh, wir sind da jetzt auch, ui, ganz gut dabei, aber auch nur ein kleines, wir sind so teuer. Oh! Lol, okay. Was? Das könnte von den 4 Tagen kommen. Aber ich glaube sogar 8 könnte passen, glaube ich. Ja, tatsächlich, in 8 Tagen würde ich sogar auch noch vor Frankreich ankommen. Ja, besser geht's doch gar nicht. Perfekt. Das ist witzig. Es kommt auch an. Also jetzt haben wir sogar wirklich fast ein voll geupgradetes Auto. Im Grunde fehlen halt wirklich nur noch eins von der Aerodynamik. Jetzt hier das ja. Ist es ein großes oder ein. Ja, ist sogar noch ein großes am Ende. Auch Wettbewerb hat er allerdings was gemacht. Aha, interessant. Aber gut, wir konnten uns trotzdem nicht wirklich absetzen. Ne? Gefühlt, Alter, ja. Ja, die ersten 6 Teams immer noch nah beisammen, würde ich sagen. Das sind nur noch Hersteller-Upgrades, die kommen von alleine an. Und Strapazierfähigkeit, die können wir machen, aber wir machen das nur noch das letzte Aerodynamik, wenn wir das machen halt. Okay. Wo schon beim Rennwochenende angekommen. Frankreich war eine meiner Lieblingsstrecken, auch zum Fahren her. Ja. Am besten liefert man heute nochmal ab in Frankreich, weil Ungarn wird, glaube ich, nicht so viel gehen. Also da wäre es schon Erfolg, ein, zwei Punkte zu holen, ganz übertrieben gesagt, jetzt wirklich ohne Scheiß. Oh, das war natürlich nochmal interessant auch. Regen, und zwar voll Regen im Qualifying. Oh ja, so kann mir auch noch, kann sich auch noch mal interessant sein dann. Komponenten haben wir ja letztes Mal getauscht erst, naja. Obwohl, dieses hier könnten wir schon mal langsam benutzen. Allerdings, ja, nee, noch nicht. Noch nicht. Und das haben wir bei den Nachrichten jetzt hier so, Wetter. Soll es wirklich das ganze Rennen qualifiziert regnen? Ja. Aber nicht stark, also nur so leicht. Okay. Ah, bin ich jetzt zurückgegangen. Das kann man, denke ich, verkraften. In der Wettervorhersage stand sogar, dass es stark werden soll noch und darum fahren wir sowieso mal schnell schon raus, klar.
haben wieder unseren guten Freund Latif hier. Ja, die haben es gut abgelassen. Da bin ich wieder sehr von der Nähe gekommen, auch an dem. Da war eine gute erste Runde für Regenverhältnisse. Kann man sich nicht beschweren, ja, und nur eine Zehntel weg von Verstappen. Boah, Lila sogar im letzten Sektor. Ich glaube noch eine Runde ranhängen. Im Regen kennt man es ja. Dass man lieber noch eine Runde ranhängen sollte. Latifi, mach bitte Platz, danke. Ja, das ist schön. Oh, eine halbe Sekunde von dem ersten Sektor nochmal. Für die Strecke vielleicht sogar einfach besser? Oder war der erste Sektor vorhin so schlecht von mir? Ich habe keine Ahnung. Ah, den Pöller vorweg, ja. Das lässt sich nicht vermeiden manchmal. Boah, okay. Folge, das kann man da nicht durch. Nochmal eine gute Runde. So 4 Zehntel Verbesserung, ja, knappe 4 Zehntel. 3 Zehntel Verbesserung Runde, sagen wir mal. Das wird erstmal auch für die Besser reichen. Oh, das war aber auch für eine gute Runde jetzt. Also, ja, es läuft auch im Regen. Das ist ja gut. Sehr gut. Puh. Also, die Fullwets sind ein bisschen besser geworden für diese Bedingungen. Das könnte bedeuten, dass es gar nicht mehr so viel schneller geht. Aktuell sind wir vorne und. Alter, im Regen, hallo, also Frank von Regen auch, also da bin ich echt mega gut. Nein, ich glaube, nee. Aber wir müssen uns mehr verbessern. Wir sind auf Pool. Einer der Mercedes ist in der Box geblieben, aber ja, nee, das reicht nicht. Es war auch nicht gut genug, oder? Die Strecke war wirklich nicht mehr so gut jetzt für diese Bedingungen, aber die Pool. Eine Pool im Regen, ja, kann man mal machen auf jeden Fall. Aber gut, die Fahrerkarriere ist ja allgemein damit besser als mein Team, ne? Das habe ich schon immer mal gesagt, also. Die Fahrerkarriere ist im allen besser als im MyTeam, das ist ganz klar. Im Regen schon mal angefangen. Also, man kann da die gleiche KI fahren wie im Trocknen und man kann auch um Pool kämpfen, wenn man das beste Auto auch hat. Ja, in MyTeam, da muss man wahrscheinlich 20, 30 Stufen runtergehen, als im Trocknen, damit man überhaupt eine Chance hat, überhaupt ansatzweise mithalten zu können. Also, ja, das zeigt einfach, wie gut auch die Fahrerkarriere wieder ist. GoTifi, ja, eine Sekunde, fast eine Sekunde hinter seinem Teamkollegen. Das war wieder eine grandiose GoTifi-Leistung natürlich und ja, dann geht's auf ins Rennen, würde ich sagen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Witzbold startet aus der Pole Position und daneben steht Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Norris, Ricardo,
Guan Yu Zhou und Leclerc, Ocon, Russell, Drugovic und Lewis Hamilton, Schwarzmann, Gasly, Oscar Piastri und Tsunoda, Albon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas und Jehan Daruvala, Magnussen und Nicolas Latifi. So, das komplette Gegenteil von dem Qualifying. Es ist strahlender Sonnenschein oder, gut, Hauptsache blauer Himmel. Wir werden heute trotzdem einfach wieder die Soft Medium machen, würde ich sagen. Und wir wollen, war nur einmal, wie gesagt, in ungefähr wieder was anderes, einfach weil ich da eh wahrscheinlich wieder, weil ich da eh versagen werde, ganz sicher. Benzin packen wir so rein einfach und dann legen wir los beim großen Preis von Frankreich und, oh, was haben wir mit Mediums? Oh, das ist gut. Ja, und das ist gut. Das ist ja fast schon wieder ein geschenkter Sieg eigentlich, wenn das Auto mitspielt. Weil Verstappen wird wahrscheinlich wieder zu dumm sein. Oh, jetzt kommt Norris. Verstappen wird zu dumm sein und wird bestimmt wieder eine Medium Hard machen, so wie ich die KI kenne. Oh, und da hinten geht's schon ab. Zu dritt sind die, glaube ich, da nebeneinander gesessen. Und auch beide Mercedes sogar mit Mediums. Oh, come on, Mercedes, Junge. Also, du hast ja nichts gegen die Strategie von Mercedes, wenn die eine normale menschliche Strategie machen würden und eine Medium Soft machen würden. Aber so wie ich die kenne, machen die doch zu 100% wieder eine Medium Hard. Die macht doch keine Medium Soft in diesem Spiel. Und wenn, dann ist das mal eine ganz, ganz, ganz fette große Ausnahme. Aber das war's dann auch schon. Kato ist schon wieder stark unterwegs. Der hat schon eine Verstappen mit überholt. Oh, das kostet die Zeit. Oh, wie das die Zeit kostet. Eieiei. Russell von 8 auf 5, wow. Die Reifen von Verstappen gehen ja bisher gar nicht ab. Der ist für eine Sekunde hinter Ricardo, wenn er von der halben Runde erst überholt hat. Also, die Mediums, wir sehen erstmal die Harten erstmal, bitte schön. Der wird die ja 100%ig nehmen. Weiß ich nicht. Wird auch kein Spaß sein für den, ganz sicher. No, ist es mittlerweile auch schon beim Verstappen und hat ihm schon eine Sekunde abgenommen. Also was das die Strategie bei Verstappen sollte. Ich habe noch in der letzten Folge gesagt, in Österreich, als er gewonnen hat, Verstappen, habe ich gesagt, der Vorsprung auf uns, also der Rückstand auf uns, ist zwar für ihn noch sehr groß, 79 Punkte. Aber wenn er so weitermacht, dann kann er noch gefährlich in der WM werden. In Platz 2 wird er so werden können heute im Rennen. Ja, aber dann muss er wieder so eine dumme Strategie machen. Also man ist nicht ganz dumm, wenn er auf Soft gehen würde, aber... Also wenn der auf Soft geht, nehme ich zurück, aber ich kenne die KI, die macht gewöhnlich nur eine Medium Hard. Ist natürlich komplett dämlich, aber gut, das lassen wir das, sollten wir der KI ihre Sorge lassen. Wir haben ja das Problem, ne? Wir haben einen klaren Menschenverstand und können denken, was das Beste ist. Die KI macht ja, der KI kann man dann immer die Schuld geben. Die wird ja nur so programmiert, also kann man eher hier die Entwickler dafür verantwortlich machen, was die KI für dumme Strategien und alles macht. Also Codemasters. Die oder EA oder wie die heißen. Irgendwer muss ja das die KI programmieren. Den kann man die Schuld dafür geben. Die KI kann ja nicht dafür. Die macht ja wirklich nur das, wie sie programmiert wurde. Na, Ricardo kommt sogar gerade ein bisschen näher und Norris. Oh, okay, das war weit raus. Ja, das Auto hat manchmal ein paar Übersteuern. Ein bisschen Übersteuern. Ja, aber die Reifen sind immer so toll an. Jetzt schon. Und was ist vorbei am Verstappen? Dann geht es rein für einen Satz. Oh, nicht hier die Bogen zu weit fahren. Einfach für die Mediums. Bevor wir die anderen Undercut irgendwie machen oder bevor wir in der Box aufgehalten werden, großartig, dass wir hier schön freie Bahn, wenn wir die einzigen sind, die reinkommen. Runde 5 ist, denke ich, immer so ein guter Stop. Also, ja.
Oh, Gasly kommt wieder mit uns. Gasly ist gefühlt immer mit uns, der Erste dann. Und weiter geht's, keine Probleme. Ah, und Albon kommt es noch. Dann wird sich das wieder Gasly auch ist. War ja schon mal, dass wir beide mit die Einzigen als Erstes waren. Boah, wie weit sind die denn weg, Alter, von uns? Boah, die Reifen. Boah, die sind vollkommen kalt. Ganz ehrlich, hier, Bottas, Latifi. Nach 5 Runden haben die von fast über 20 Sekunden Rückstand auf uns gehabt. Was machen die denn? Wie langsam sind die denn jetzt nun? Jetzt ist zumindest Ricardo in der Box. Nose hat noch weiter, der versucht so einen Overcut, aber ist gerade aufgeschlossen auf Ricardo. Ah, Bottas, hast du Bock in die Box zu kommen, bitte? Ja, hat er, danke. Und wir haben sogar das DS jetzt noch, oder? Weiß es nicht. Werden wir gleich hören. Ja, haben wir sogar. Hilft auch noch auf der geraden Linie auf Geschwindigkeit zu kommen. Weil da jetzt schon Ricardo kommt raus, wird knapp, aber wir kommen noch trotzdem noch locker vorbei. Und jetzt geht's auf die nächste Runde vielleicht. Und der hat ja auch noch kalte Reifen, Ricardo. Das dürfen wir nicht vergessen. Hat er gerade was vom Problem gesagt? Habe ich irgendwie nicht gehört. Oder habe ich mich da verhört? Ich hoffe mal, dass ich mich verhört habe. Oh, es war eine sehr gute Runde auch, sollte locker für Nose gereicht haben. Und auch für die nächste Runde, let's go! Habe ich dem die Nose jetzt wieder geklaut, endlich mal. Wieder, oh, Nose hat sogar Ricardo geknappt durch diesen Overcut tatsächlich, krass. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,7 Sekunden. Ja, Nose, unser wahrscheinlich sogar wirklich größter Rivale immer noch. In der Platz 2 in der Fahrer-WM. Und... naja, Verstappen, der hat sich gerade mit dieser dummen Strategie, wenn der wirklich hart macht, obwohl der fährt er sogar noch. Ah ne, Leclerc fährt noch. Verstappen ist schon in der Box gewesen, bevor er fahren reifen, oder? Oder hat er wirklich mal was Cleveres gemacht und einen Hard? Ah, ja, das gucke ich mir mal kurz an. Hat er wirklich einen Hard gemacht oder macht er wirklich Soft? Was? Oha, Verstappen! Das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut in deiner KI. Oder deiner KI. Okay, also das ist wirklich mal, das ist wirklich ganz selten, dass die sowas machen. Vor allem, weil wir ja, Bottas fährt mit Soft los und geht jetzt auf Hard, alles klar. Auch ein bisschen dämlich. Was ich, ob Leclerc auch Soft macht. Oder splitten die jetzt wirklich auf Hard bei Leclerc dann. Oder machen die auch bei Leclerc Soft. Das wäre geil, wenn die beide wirklich Soft machen würden. Das wäre vielleicht sogar die beste Strategie, also, wenn man das mal mit den anderen vergleicht, die auf Mediums immer starten, die jemals die gemacht haben. Unfassbar. Jetzt bin ich mal gespannt, auf was geht jetzt unser guter Fall? Auch auf Soft? Ja! Oh, Mercedes, ich bin begeistert. Als ob ihr sowas macht. Unfassbar, ja. Also nehme ich doch zurück, dass ihr... Das, ja, okay. Okay. Hätte ich euch nicht zugetraut. Aber am Anfang, die hat schon sehr viel Zeit verloren, muss man sagen. Durch die Mediums. Und ob die da jetzt noch richtig weiterfahren... Oh, Leclerc! LOL, ist sogar vor Bayern Verstappen gekommen durch diesen Overcut. Krass. Vor allem, weil der dahinter Russell fest hing. Das könnte sein. Und wir haben noch den Fußpunkt ganz gut unter Kontrolle zwischen Nose und Ricardo, die da. Ja, Nose hat den Overcut geschafft gegen Ricardo. Die lassen da nicht locker, Nose und Ricardo. Ist immer so ein Respektabstand von gut 2 Sekunden, aber viele sind natürlich zu mit verboten jetzt. Ansonsten sind die ganz schnell mal dran. Vor allem, ich kenne jetzt einen Soft, so, oder? Verstappen wollte jetzt auch mal den Russell, oder? Ah, nee, Russell wird sogar hart reifen, sehe ich gerade, oi. Ja, gut, dann müsste das Verstappen eigentlich ein Kinderspiel werden. Ja, oder? Da kommt er immer noch nicht vorbei, was? Hat Leclerc gut gemacht, auf jeden Fall. Mit dem länger von draußen bleiben. Und Nose und Ricardo sind aber wirklich schnell. Das muss man mal ganz klar so sagen. Was? Drugovic? Wo kommt der von her? Der ist aber Fünfter.
Boah, oh, bitte. Oh, das wäre so geil, wenn das ein Ziel bringt. Aber jetzt kommt Russell wieder vorbei. Aber da ist da gut dabei im Kampf. Oh ja, sollte man lieber auf die Strecke gucken, als hier auf die Karte. oder auf die Tafel dort oben links. Weil ich da gerade hingucke, weil ich hier sehen will, was hier tun wird, bevor auf jeden Fall. Erstmal, aber gut, die haben halt das DS. Oh, bitte schafft er diesen Platz 5. Das wäre echt genial. Das beste Ergebnis für ihn. In der Saison. Ah, no, es ist echt unfassbar schnell. 1, also der lässt halt wirklich nicht locker. Ein Fehler und er kann dran sein direkt. Nebenbei sind auch Hamilton und Trukovic jetzt sogar. Ja, also Trukovic mindestens 6. wird er wahrscheinlich. Oder vielleicht sogar 5. im besten Fall. Das muss ich zeigen. Schauen wir natürlich, dass er 5. wird. Fürs Team wäre es besser, wenn er 5. wird. Boah, nochmal Lila sogar im ersten Sektor jetzt. Ich gebe hier in der letzten Runde nochmal richtig für alles. Oh, okay, das war ein bisschen übersteuern, ein bisschen zu aggressiv da rein in die Kurve. Aber trotzdem wird es grün. Hat mir da nicht die Welt gekostet, würde ich sagen. Ja, es war echt so wieder so ein Rennen, da durfte man nicht Ruhe geben. Da musste man alles geben bis zum Ende. Und so liebe ich das ja auch. Wenn man nie ein entspanntes Rennen hat, wenn man hier schön alles geben muss bis zum Ende. Und es wird dann so wie gesagt wieder belohnt mit einem weiteren Sieg in dieser Saison. Aber das nächste in Ungarn macht mir Sorgen. Wird doch nochmal durch das Runde. Geht das? No, es könnte die Fifone haben, weil der war unschnell. Also keine feste Runde. Ist aber auch egal. Auf 25 und 26 Punkte. Ist mir egal. Oh, Fahrer des Tages sogar von Polen aus gestartet? Okay. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Die nächste Runde behalten. Oh, aber es war echt von mir so ein anstrengendes Rennen, muss man sagen. Puh. Trukovic starker 6. Aber ich verstehe nicht unbedingt, warum ich hier gerade Fahrer des Tages bin. Also von 1 auf 1 fahren. Hamilton von 10 auf 5 zum Beispiel. Trukovic auch von 9 auf 6. Schwarzmann von 11 auf 8. Und so weiter und so fort halt. Also da hätten sie schon ein paar mehr verdient gehabt, würde ich sagen. Der Claire meinetwegen auch von 6 auf 4. Hat es genial auch gemacht gegen Verstappen. Was mit Verstappen passiert ist, keine Ahnung. Da war er noch auf 5. Nach dem Stop oder so. Da hat mit Russell halt gekämpft. Und auch wo ist Russell? Oh! Oder hat es dafür gekracht mit Verstappen und Russell? Weil Russell ist da in die Box, also hat 2 Stops auf einmal. Und Verstappen ist dann oben ein bisschen durchgereicht worden. Hat es da gekracht zwischen Russell und Verstappen? Das könnte sein. Das würde erklären, warum die Lücke dann auf einmal so viel groß war zwischen Trukovic und dem 7. halt. Das wird es erklären, ne? Das könnte sogar wirklich sein. Okay, das würde vielleicht das erklären. Schade für ihn natürlich, damit hat sich bestimmt jetzt endgültig aus dem WM-Kampf verabschiedet. Da könnte eher nach Ricardo noch eine Gefahr werden. Der ist nur ein Punkt, der Verstappen einfach mal ist. Und die Konstrukteurs-WM sieht auch sehr gut aus. Alpha Tau hat einen Punkt, aber nicht in diesem Renner. Den haben die schon etwas länger. Und wer hat ihn gefahren? Ich wette mal auf Gasly, genau so ist es. Beim nächsten Mal haben wir dann erstmal wieder ein Marketing oder ein Ereignis der Marketingabteilung. Nachrichten haben wir jetzt hier gar nichts. Gut, das war's dann. Mit 60 Millionen verdienen wir einfach noch schon Wahnsinn. Nach der 6. Saison oder in der 6. Saison jetzt schon. Aber ist auch egal. Das war's jetzt. Bis nächstes Mal dann in Ungarn.
Ja, da kann man wirklich, da kann ich froh sein, wenn ich da überhaupt irgendwas Zählbares mitnehme. Ich sag's mal einfach so knallhart. Hab Ungarn eigentlich nur genommen in der Saison, einfach damit die mal wieder da ist, weil die halt. Bei Ungarn wäre es bei mir so wie in Monaco und Baku, dass ich die nie fahren wollen würde. In Monaco und Baku macht das so wahr, also die brauche ich wirklich überhaupt nicht. Aber Ungarn habe ich dann einfach so gesagt, ja, meinetwegen. Kann mal wieder lustig sein vielleicht. Von meinem Ergebnis wird es aber ganz sicher nicht lustig. Ganz bestimmt nicht. Das war's jetzt, bis zum nächsten Mal und ciao.